Ja, willkommen zurück bei TIE Fighter. In der letzten Folge haben wir die zweite Schlacht angefangen und jetzt machen wir weiter. Schauen wir mal, was diesmal dran ist. Some ripperless refugees of the Civil War have hijacked System Patrol Craft Glass and are seeking asylum. The System Patrol Craft has no hyperdrive, but is accompanied by a pair of Lambda-class shuttles providing escort. Okay. Their own government is trying to stop them. A team of Y-Wings and shuttles has just arrived. TIE Interceptor Group Gamma will intercept the Y-Wings, while TIE Fighter Group Alpha attacks the shuttles. Each group contains three craft. System Patrol Craft Glass must be kept safe long enough to dock with the Protector and transfer everyone aboard. Okay, das versuchen wir. The glass will then be fitted with decoys and abandoned. Their shuttles will enter our hangar. Na, mal sehen, some riffless refugees of the Civil War have... Okay, Ziel. Your mission is to provide safe asylum to some ripperless refugees fleeing from the Sepan Civil War. They are principally scientists who are weary of the way their knowledge has been put to use. They have stolen a system patrol craft and a couple of Lambda-class shuttles. The system patrol craft isn't hyperdrive capable, so it will have to dock with the Protector to transfer the refugees. The shuttles can be accommodated in our hangar. Okay, welches Schiff habe ich? You will fly a TIE Interceptor designated Gamma 2. Your flight group will consist of three craft. TIE Fighter Group Alpha will join you. TIE Bomber Group Beta will be in reserve. Okay, und Gegner? The Ripperbliss government forces consist of four Y-Wings and four Lambda-class shuttles. We expect that Y-Wings will attempt to disable the system patrol craft and one of the shuttles will then try to board and capture it. The D-Mox will probably try something as well, so stay alert. Okay, dann gucken wir mal. Auf geht's. Noch nicht in Schussweite. Final warning. Turn back or be destroyed. Yamo 2, this is Blake Group Yamo using your target for attack. TIE Interceptor Gamma, engage the Y-Wings and protect the shuttles. Request acknowledged. Yamo 2, using your target for attack. Ja, den einen habt ihr schon mal aufgehalten. So, jetzt der. Thank you.
soweit so gut. Gamma 2, target destroyed. Fern irgendwie erwischen. Ist man nicht so schnell. So, dann haben wir immer noch zwei Stück. Thank you.
Gas geben, dauert es nicht so lang. Tech-Team. Und das untersuchen wir auch mal. Da sind ja die Flüchtlinge drin. Ist noch unversehrt, das ist gut. Flüchtlinge, gut. Wollte nie in den Sternzerstörer reinfliegen. Wo ist denn der? Da ist er. Victory. Treffpunkt. Wirklich? So lang noch? Gucken. Was ist P87? Das ist eine Boje. Eine Sonde. Mal kurz in die Keyboard, wie man die Zeit beschleunigt. Zeitraffer, Alt-T. So, schneiden wir das mal und gucken mal, wann der hier ist. Und dann in unsere Richtung. Sieht so aus. Ist nicht sehr schnell, so ein Victory-Class-Sternzerstörer. Vielleicht schneide ich das ein bisschen, beschleunige ich ein bisschen im Schnitt, denke ich. Ich beschleunige jetzt hier schon auf Maximum Zeitraffer. Aber im Schnitt geht es natürlich wesentlich schneller. Irgendwas Neues? Nee. Ich frage mich bloß, das Ding ist ja immer noch hier. Also wenn er dort ist, was er dann als nächstes tun will. So, jetzt steht erwartet andockendes Schiff. Liegt Eskorte, führt Andockmanöver aus. Okay, na endlich. Okay, und jetzt wieder Normalgeschwindigkeit. Wo dockt denn das an? Okay. Oh, was passiert jetzt?
angedockt, eine halbe Minute, dann ist es geschehen. Dann fliegen wir da auch mal hin. Was? Was ist denn mit dem Teilabfangjäger? Was ist passiert? Das ist bestimmt irgendwo gegengeflogen. So, na, das hat ja gedauert. Good work, Gamma 2. The refugees are very grateful. Prepare to return to the hangar. The refugees are safely aboard the Protector. Warning! Four escort shuttles just came out of hyperspace. System control trap glass has been set on autopilot and abandoned. Hey. Nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm für meine Mission. Dämliche Eskorten fern. Ich dock jetzt trotzdem an. Target destroyed. Ja. Ammo 2, target destroyed. Eines noch übrig. Ne, es sind noch mehrere übrig. Ich dock jetzt an. So. Was haben wir erreicht? We brought a peaceful end to this war for at least some of the people. These refugees we've rescued will be forever grateful to the Empire and the Imperial Navy. Okay, danke. Es genügt mir. Und weiter geht's. Intel has discovered the time and place for a high-level meeting between the Demok and Ripperbliss leaders. Transport Omega, two ships, will lead a special operations raid to capture the leaders of both sides. Okay. Each transport will have a four-ship flight group of assault gunboats for escort and assistance. You will team with Transport Omega 1. And Assault Gunboat Group Tau will team with Transport Omega 2. Intel has discovered the time and place for a high-level meeting. Okay. Ziele. Capture the leadership of both sides in the Sepan Civil War. They will be vulnerable to capture during a deep space rendezvous near Sepan 8. Their shuttlecraft are to be disabled, then boarded by stormtrooper transports. Mhm. Welches Schiff habe ich? You will fly the assault gunboat designated Nu 2 of a four-craft flight group. For this mission, your craft has been loaded with the standard warhead armament of 16 concussion missiles. You will be teamed with Transport Omega 1, while Assault Gunboat Group Tau is teamed with Transport Omega 2. Get in fast and disable the leader's shuttles. Once disabled, they will be boarded by stormtroopers and the leaders captured. You will protect the boarding operation by destroying any craft which try to interfere. Once the leaders have been captured, you will all hyperspace out to a rendezvous with the Protector. Okay, versuchen wir es mal. Gegner? The Demok's flagship, a modified Nebulon B-2 class frigate called Manus Fair, will be nearby. During the battle, it will deploy a full squadron of Z-95 headhunters. The Ripperbliss will also have a frigate present, a standard Nebulon B-class called Frigate Shemshire. Several Ripperbliss escort shuttles will be on patrol. The enemy will try to prevent the capture, and they may even decide to kill their own rather than let them be taken. Concentrate on any craft which attack either of our stormtrooper transports. And you? Keep an eye out for any large cargo-carrying vessels. Search their cargo holds for any evidence of captured or stolen Imperial equipment. The Emperor is suspicious of how the Demok and Ripperbliss are arming themselves. Their industrial capacity is not sufficient to explain the quantity of weapons they've been throwing into battle. They must have another source. Okay, das genügt mir, Sir. Na dann, gehen wir's an.
New 2, target craft ahead. We'll take Shuttle Keaton. Sehen, wo die Dinger sind. Da. Remember, the escort shuttles can take at least 4 missiles. Try not to waste any on the Z-95 headhunters. Use cannons instead. Erstmal die komischen Fähren ausschalten. Assault Gunboat Tau, keep those headhunters away from Omega 2. Target disabled. Omega 1, preparing to board Shuttle Caden. Okay. Die sind mir zu nah. Arabu 1 und 2 nehmen wir uns jetzt vor. Die Headhunter müssen wir warten. Erstmal muss ich wieder die Shuttles nochmal zerstören, ja. Hoffentlich ist das keine schlechte Idee. Sind noch mehr Eskortenfähren. So ein Mist. Acknowledged. Using your target for attack. Mission critical craft under attack. Omega 1 is under attack. Please assist. Versuch ja schon hinzukommen. Critical craft. Shields down. Mist. Thank you.
So, jetzt soll ich noch Haufen Zeug untersuchen. Frachtfähre Clave, Corvette Runca, Frachtfähre Gegendock. Ist das hier irgendwo? Falaris. Sehe ich gerade nicht. Was, wie heißen die nochmal? Runca. Corvette Runca, die gibt es auch noch nicht. Na gut, dann müssen wir uns erstmal hier ein bisschen verteidigen. Noch einer. Was sind denn das? Clave, Runca, guten Tag, da sind die alle. Vollgas, nicht wie hin. Sehen. Wegpunkt, haben wir ein bisschen Zeit, hoffentlich. Was soll man mit denen machen? Nur untersuchen, ne? Thank you.
so zappeln, dass mich niemand trifft. Auch die nicht. Ich will da gar nichts tun, ich will nur mal kurz vorbeifliegen. Na komm, müsste jetzt langsam nah genug sein. Imperiale Güter. Fähre zerstört. Ja, dies haben sie sich wahrscheinlich selber zuzuschreiben. Oder der Fantel macht einen Angriff darauf. Naja, nicht weg. Sollen ja im Hyperraum springen, wenn wir es alles erledigt haben. Voilà. Ja, was haben wir denn erreicht? Our special operation was a success, with minimal casualties. As it turns out, the individuals we captured are not the Demok and Ripperbliss leaders, but the children of both sides' leaders. Apparently, they were to be used as hostages in a cynical attempt by each side to assure the other's adherence to a new treaty. This treaty calls for an immediate suspension of hostilities between them. Furthermore, they intended to join forces against us. We had hoped to persuade them to negotiate a peace settlement under Imperial auspices. This would have been preferable to the Imperial Navy imposing a settlement. Now it seems we have no choice. Sector HQ will not be happy about this. We are going to need substantial reinforcements to pacify the Sepan system. Okay, danke. Und was haben wir hier rausgefunden? You have uncovered further evidence that someone within the Imperial Navy is selling arms to the Demok and Ripperbliss. We must discover who this traitor is. Okay, das genügt mir, Sir. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter für heute. Soll es das gewesen sein? Ich sage tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.